Ja, hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, und zwar Odium to the Core. Habe ich von dem Entwickler zum Anzocken bekommen. Kommt aus dem Hause Dark 1 und oder Dark 1, das mal sozusagen. Und ist ein Action-Indie-Titel. Seit Mai 2018 ist er erhältlich und wir zocken den jetzt einfach mal an. So, kann man mit dem Controller spielen? Ein bisschen leiser. So, Klick zum Start. Okay. Ja, wir müssen die Taste A halten. Und man spielt das nur mit einer Taste. Das heißt, man muss halt immer einfach nur A drücken, um durch das Labyrinth quasi durchzukommen. Man bremst aber durch ab. Wir müssen hier durch den Chor, durch das Rote. Wir haben einen Speicherpunkt. Und dann geht es hier schon weiter. Das wird wahrscheinlich am Anfang recht einfach sein. Und ich vermute mal, der Schwierigkeitsgrad wird sich dann natürlich immens steigern. So. Dann haben wir hier so Sachen, die wir einsammeln können. Ich weiß noch nicht so richtig, wozu. Das sind wahrscheinlich die Punkte. Ach, ja. Man kann halt entweder gedrückt halten oder halt quasi kontinuierlich drücken, um halt seine Kugel oder sein Auge hoch und runter zu bewegen. Es ist halt ein ganz schönes Geschicklichkeitsspiel. Na, es wird ganz schön knapp hier, ne? Und ja, an dieser Stelle vielen Dank an den Entwickler, der mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Aktuell ist es im Steam erhältlich für 4 Mark. Oh, wir haben 0 Geheimnisse, 32.000 Punkte. Und ja. Ach, jetzt habe ich außersehen auf Level neu starten geklickt. Naja, dann machen wir das einfach nochmal. Wir kennen uns ja jetzt aus. So, Kontrollpunkt erreicht. Hier wird wieder gespeichert. Ich mag solche Spiele, die einfach sind, also einfach gehalten sind. Ja. Dennoch sind sie halt recht schwierig und fordernd teilweise. Und man muss ja auch quasi nicht immer mit unglaublicher Grafik überzeugen. Es reicht, wenn man halt quasi wie hier ein stimmiges Bild hat, gut abgestimmt, was Musik angeht, die jetzt auch gar nicht mal so verkehrt ist. Passt auf jeden Fall zum Ambiente. Jetzt nicht so krass treibend, also man hat nicht das Gefühl, dass man hier unter extremem Zeitdruck steht,
weil man sich ja sowieso halt konzentrieren muss. Guck mal, jetzt sammle ich schon ein paar mehr Punkte ein als vorhin. Man sollte die Level dann wahrscheinlich wirklich öfters machen, dass man halt quasi alle Bobbel hier einsammelt. Nur nicht den Boden berühren. Boden ist Lava. So. Ja. Guck mal, jetzt haben wir schon 34.000 Punkte und 84 von 89 solcher Bobbles eingefangen. Wir können weitermachen. Da unten, wie gesagt, 83 von 89. 50.000 Punkte sind das Maximale, was man erreichen kann. Und wie gesagt, ein Geheimnis. Wir machen einfach direkt mal gleich weiter. Hier kommt man ins Menü zurück. Weitermachen. Wie man sieht, das Spiel gibt es auf Deutsch. Es gibt es auch in verschiedenen anderen Sprachen. Ist teilweise aber ein bisschen merkwürdig übersetzt. So. Kann es sein, dass der Bildausschnitt jetzt etwas kleiner ist, also näher dran. Das ist dafür, dass man hier nicht so eine große Übersicht hat. Da unten läuft eine Leiste, wie ich gerade sehe. Das ist wieder eine Art Speicherpunkt? Nee. Oh, was war das da hinten? Das ist interessant. Guck mal, also man hat auch im Hintergrund schön was zum Angucken. Fabrikgebäude, wo man hier durchfliegt. Das ist ja erstmal instant jeden einzelnen Boppel verfehlt. Angestoßen. Ist schon recht schwierig. Also, ja, wer auf sowas steht, das sollte auf jeden Fall zuschlagen. Wie gesagt, 4 Mark sind nicht viel. Und ja, ich werde den Entwickler ein bisschen unterstützen. Mache ich auch, indem ich dieses Spiel für euch spiele und es anpreise ohne Ende. Kauft es. Kauft das Spiel. Ah! Wer weiß, was das da unten war? Ah ne, das ist okay. Boah, das war knapp. Das war nicht knapp, das ist knapp gewesen. Leider nicht geschafft. Nummer 30 und 77. Schon wirklich sehr viel ausgelassen. So, diesmal haben wir die Kurve geschafft. Ach, und sind genau an dieses Rohr angeschlagen. Da unten ist quasi der Fortschritt vom Level, so wie ich das sehe. Ich frage mich bloß, was dieser... Also wir sind der eine komische Punkt da, aber was ist das immer davor, dieser Ausschlag? Wie so eine Art Mist. Es gibt ein schönes Sprichwort. Ein Meister ist öfters gescheitert, als du es je probiert hast. Und naja, dann lasst uns mal hier zum Meister werden. Wir werden das ja einfach bloß ein paar hunderttausend Mal probieren müssen. Ist ja nichts dabei. Das war knapp. So, neuer Speicherpunkt. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Und das war direkt angeschlagen. Zum Glück wird man hier nicht noch beschossen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. So, to the core. Da ist der Core. Und darauf kurzer Schluck Limo. Oder ein kleiner Schluck Limo.
Guck mal, 136. Und das Level ist scheinbar entsprechend groß. Der erste Speicherpunkt. Oh, jetzt geht's durchs Wasser. So, hier müssen wir durch, damit wir dieses Ding aktivieren. Na, jetzt wird's schwierig. Ich dachte, die bewegen sich jetzt ein bisschen mehr, aber das wird wahrscheinlich gleich noch passieren. Da unten ist das ist glaube ich nichts, was wir einsammeln sollten. So, Speicherpunkt. Was ist da? Ich hoffe, man hört mein Geklicke nicht hier vom Controller. Verdammt! Ich könnte mir das Spiel cool für die Nintendo Switch vorstellen. Das ist wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt umzusetzen dort. Ich schätze mal, wenn man das öfters spielt, dann hat man auch irgendwann den Dreh ordentlich raus. Oh, was ist das hier? Das sind wahrscheinlich irgendwelche... Jetzt wollte ich kurz... Ich wollte kurz drüber ziehen, aber das... ich sollte lieber diesen vorgegebenen Weg ein bisschen versuchen zu folgen. Wir sind doch fast am Ziel, oder? Ja. Verdammt, ey. Volle Konzentration. Und das nächste Level freigeschaltet. Es gibt 136 gewesen. Wir waren im Abfluss. Ja, es gab drei Geheimnisse. Da müsste man mal gucken. Wahrscheinlich muss man dann halt nochmal irgendwo oben hin oder so. Habe ich jetzt noch Lager? Nee. Nee, es sind mehr. 178 Bobbeln. Und wir scheitern schon an der ersten Hürde. Das ist auf jeden Fall auch was man schön über den Steam Link, mit dem Steam Link Controller, was sich im Bett zocken könnte. Kurz bevor man quasi ins Bett geht oder während man ins Bett geht, mal noch eine kurze Runde. Wenn man hier, wenn man öfters drückt, dann bleibt man recht gerade. Ach, jetzt war ich irritiert von diesen Stacheln. Ah, das war zu schnell. Zu steil. Die Musik passt auch cool zu diesen Stacheln, die da so rauskommen. Cool gemacht. Jetzt geht's rasant vorwärts hier. Langsam bekommt man aber so ein leichtes Handling dafür, wie man halt das Auge steuern muss. Ich sag mal so, wenn man das Level dann später ein bisschen einigermaßen kennt, erkennt man auch so diese Ecken und Hürden. Ah, das verdammt. Wird das da dagegen gesteuert? Ah, das war jetzt sind wir wirklich recht weit gekommen. Und jetzt wieder nicht. Ah, verdammt, ey. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt sind wir wieder dagegen geschleudert.
muss sagen, grafisch macht's was her. Also es gefällt mir im Stil. Ich mag das auch, dass hinten alles sich bewegt. Gut, okay. Ich würde sagen, warte, ich gehe mal ins Hauptmenü. So, ich würde sagen, das reicht auch erstmal für ein kleines Angezockt. Ihr habt gesehen, was ihr im Spiel machen müsst. Durch Kanäle fliegen, Röhren und so weiter. Mit einem Auge. Ihr müsst eine Taste nur betätigen, um halt quasi steuern zu können. Und wer jetzt Lust bekommen hat, das Spiel mal selber auszuprobieren, der kann das gerne auf Steam für 4,99 € erwerben. Aktuell ist es im Angebot für 2,89 € oder so ähnlich. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, was ihr davon haltet von dem Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angezockt. Also von daher, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Ciao.